ist Bernd Drücke, ich bin vom Freundeskreis Paul Wulff und vom Umweltzentrum Archivverein. Ich wollte euch vielleicht erstmal ein bisschen was erzählen zu Paul Wulff. Ich meine, viele kennen vielleicht seine Geschichte nicht und auch viele, die jetzt heute hier vorbeigehen, kennen die Geschichte von Paul nicht. Deshalb möchte ich anfangen mit der Geschichte von Paul Wulff. Paul Wulff ist 1921 geboren, am 2. Mai in Altenessen, also in Essen, in einem Arbeiterstadtteil, in eine proletarische Familie hinein. Seine Eltern waren, war die Situation dann so, dass seine Eltern 1928 Paul ins Heim gegeben haben, weil sie ihn eigentlich nicht mehr wirklich ernähren konnten. Das heißt, aus purer Not, muss man sagen, wurde Paul ins Heim gegeben als 7-Jähriger, hat also dann im Heim im Grunde auch Lesen und Schreiben kaum beigebracht gekriegt, sondern es war eine sehr religiöse Erziehung, extrem brutal zum Teil auch, die er erlitten hat. Es waren Bibelsprüche, die er auswendig lernen musste und es war im Grunde ja nicht das, was ihr euch und was wir uns vielleicht unter Bildung, was wir darunter verstehen, was er erlitten hat in der Zeit. Als dann 1933 die Nazis an die Macht kamen, hat sich die Situation der Heimkinder in Deutschland dramatisch verschärft. 1937 sind Pauls Eltern ins Heim gegangen und wollten ihren Sohn nach Hause holen. Und sie wurden schon begrüßt von anderen Kindern, die dort waren, mit holt uns hier raus, holt uns hier raus, die bringen uns um. Das heißt, die Heimkinder galten in der Ideologie der Nazis eben als lebensunwert zum großen Teil. Und Paul hatte das große Pech, dass er eben in einem Heim war, wo sogenannte behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder zusammen waren. Und der Anstaltsleiter hat halt gesagt, ja, Paul kann hier nur raus, also ihr könnt euren Sohn hier nur aus dem Heim holen, wenn ihr der Zwangssterilisierung zustimmt, damit Paul niemals Kinder kriegen kann im Leben. Die Eltern hatten so viel Angst um das Leben von Paul, berechtigterweise muss man sagen, dass sie dieser Zwangssterilisierung zugestimmt haben. 1938, im Alter von 16 Jahren, wurde Paul Wulff zwangssterilisiert. Er hat mal erzählt, wie er das empfunden hat. Es war natürlich ohne Narkose. Im Operationssaal waren die Volksempfänger aufgestellt. Es war gerade einmarschiert worden in Österreich von der deutschen Wehrmacht und es wurde gefeiert. Sieg Heil, Sieg Heil, und unter diesem Nazi-Gegröle wurde Paul, der 16-Jährige, zwangssterilisiert und hat natürlich ein schweres Trauma dadurch erlitten und etwas, was ihn sein ganzes Leben im Grunde verfrischt hat in gewisser Weise, aber eben auch, auch gerettet hat. Wäre er nicht zwangssterilisiert worden, da muss man sich nichts vormachen, wäre er wahrscheinlich wie viele, viele andere der Euthanasie zum Opfer gefallen und ermordet worden ab 1938. Es sind insgesamt im Deutschen Reich 400.000 Menschen zwangssterilisiert worden mit der Begründung, dass sie lebensunwert seien. Das ist also eine ungeheure Zahl und Paul Wulff ist einer der wenigen Menschen, der praktisch Partei, der die Stimme dieser Zwangssterilisierten war in Nachkriegsdeutschland, der immer wieder an diese Geschichte erinnert hat, der dafür gekämpft hat, dass es eine Wiedergutmachung für die Zwangssterilisierten gibt, der immer wieder Nazi-Geschichten öffentlich zugänglich gemacht hat, auch Nazi-Biografien aufgearbeitet hat. Hier zum Beispiel in Münster selber gab es den Professor Verschür, Ottmar von Verschür, das war der Doktorvater von Josef Mengele, dem Auschwitz-Arzt. Der hat hier noch bis 1969 an der Universität unterrichtet. Paul Wulff kannte diese Geschichte von diesem schrecklichen, verbrecherischen Menschen, der sich von seinem ehemaligen Doktoranden aus Auschwitz hat Kinderbilder, Kinderaugen hat schicken lassen und Menschenversuche mitgemacht hat. Und ein unglaublicher faschistischer Verbrecher, der hier in Münster nach dem Krieg seine Karriere als Uniprofessor weiter ausüben konnte, während Paul Wulff als Zwangssterilisierter stigmatisiert war und als Linker selbst zu Zeiten der Vollbeschäftigung in den 50er Jahren keine Arbeitsplätze gefunden hat. Paul hat im Grunde erst seine Außenseiterposition etwas verändern können durch die 68er-Bewegung, die auch in Münster ja stark war, also eine linke Bewegung von unten. Paul selbst verstand sich als Kommunist und Anarchist, das hat er immer betont. Und er war sehr aktiv in den neuen sozialen Bewegungen, also eigentlich in den 60er Jahren schon in der Anti-Atom-Tod-Bewegung und dann in den 70er Jahren in den K-Gruppen und dann später in den neuen sozialen Bewegungen, in der Anti-Atomkraft-Bewegung, in der Hausbesetzerinnen- und Hausbesetzerbewegung. Ein linker Aktivist, ein sehr, sehr lebensfroher Mensch, wer ihn gekannt hat, der hat immer zwei Seiten von Paul Wulff kennengelernt. Das ist nämlich die eine Seite, wenn ihr das Gesicht von der Skulptur anseht, könnt ihr das auch mal nachvollziehen. Auf der einen Seite der große Schmerz, der sich in seinem Gesicht und in seinem Leben wie eine große Wunde eingebrannt hat. Und auf der anderen Seite
der humorvolle Mensch, der immer wieder auch mit Spaß-Guerilla-Aktionen aufgefallen ist, der eigentlich sehr, sehr aktiv und sehr, sehr freundlich und menschenfreundlich war. Also wenn man ihn irgendwo in der Stadt getroffen hat, hier in Münster, hat er einen meistens festgehalten, zugelabert und dann seine neuesten Funde aus seiner Aktentasche oder aus seinem Trolley herausgeholt und dann Geschichten erzählt, Geschichten von unten. Und deshalb heißt die Skulptur ja auch Münsters Geschichte von unten. Das ganze Projekt, was wir hier gemacht haben, heißt Münsters Geschichte von unten. Als er dann 1991 das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat, war das natürlich für ihn eine Würdigung, kann man sagen. Er war sozusagen, also er hat das bekommen für seine antifaschistischen Ausstellungen, für seine Aufklärungsarbeit über die Verbrechen des Nationalsozialismus und eben ja für sein beharrliches Agieren für die 400.000 Zwangssterilisierten, deren Stimme Paul als Außenseiter in dieser Gesellschaft geworden ist letztlich. Paul Wurz ist sicherlich der einzige Anarchist, der das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat in Deutschland. Ich wüsste jetzt keinen anderen. Und Paul Wurz ist aber trotzdem Zeit seines Lebens ein Außenseiter gewesen. Auch innerhalb der linken Szene wurde er von vielen eher belächelt oder eben auch als Kauz wahrgenommen. Es gab Anschläge auf seine Ausstellungen, natürlich von rechten Kreisen. Und als er dann 1999 gestorben ist, gab es am Zentralfriedhof eine sehr, sehr bewegende Trauerfeier, wo wir als Freunde von Paul in großer Zahl anwesend waren. Und wir haben anschließend nach dieser wirklich sehr bewegenden Trauerfeier, in der auch Texte von Erich Mühsam verlesen wurden, dem 1934 im KZ Oranienburg ermordeten Anarchisten, der ein großartiger Schriftsteller war und den Paul Wulffs Zeit seines Lebens hat sehr, sehr geschätzt hat und dessen Schriften er sehr geschätzt hat. Und wir haben dann 1999 den Freundeskreis Paul Wurff ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Pauls Arbeit in gewisser Weise auch weiterzuführen, das Gedächtnis praktisch an den Faschismus und an die Verbrechen des Nationalsozialismus aufrechtzuerhalten und auch diese Geschichte dieses kleinen Mannes in Anführungsstrichen, dieses starken Menschen und großen Menschenfreundes einfach auch weiterzuerzählen. Wir haben eine Broschüre rausgegeben als Freundeskreis, Paul Wurff, ein Antifaschist und Freidenker. Wir haben ein Buch herausgegeben, Lebensunwert Paul Wurff und Paul Brune, NS-Psychiatrisierung, Zwangssterilisierung und Widerstand im Verlag Graswurzelrevolution. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass 2006 die Künstlerin Silke Wagner an mich herangetreten ist und wir dann zusammen diese Skulptur, also diese Paul-Wulff-Skulptur entwickeln konnten, also mit dem Umweltzentrum Archivverein und Silke Wagner. Und diese Skulptur wurde dann erfreulicherweise 2007 zur beliebtesten Skulptur der Skulpturprojekte, also die Leserinnen und Leser der Münsterischen Zeitung haben sie dazu gewählt. Und sie war eigentlich weltweit aufsehenerregend, sie hat sogar auf die Titelseite der New York Times geschafft. Und naja, es führte dann dazu, dass die Kulturkommission eigentlich gesagt hat, diese Skulptur soll auch in Münster bleiben. Der Kulturausschuss, der dann aber 2007 noch von CDU und FDP bestimmt wurde, hat dann gesagt, nein, die Skulptur, wir wollen nicht ständig an die Vergangenheit erinnert werden und das ist linksextreme Propaganda, was auf der Skulptur ist, das wollen wir hier nicht haben. Daraufhin gab es einen riesen Aufschrei, eigentlich bundesweit muss man sagen, bis hin in die FAZ, die also Münster, die getitelt haben, zurück Münster, zurück in der Provinzialität. Und wir haben als Freundeskreis Paul Wurff zusammen mit der Bezirksvertretung Münster-Mitte dann letztlich durchsetzen können und auch Geld gesammelt, dass die Skulptur hier wieder aufgestellt werden konnte. Das war 2010 dann endlich soweit. Das haben wir mit einer großen Feier auch gewürdigt. Und jetzt plakatieren wir jeden Monat die Skulptur neu. Die Situation jetzt ist so, dass sie bis April 2017 gesichert und gerettet ist, dass sie bis dahin auch plakatieren können, dass dann aber doch große Bestrebungen existieren, sie danach abzubauen und wir als Freundeskreis Paul Wurff setzen uns schwer dafür ein, dass die Skulptur bleiben kann. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass der Jöttenweg, der benannt ist nach einem Nazi-Arzt, nach einem Arzt, der die Eugenik vertreten hat, der die Zwangssterilisierung propagiert hat in der Nazi-Zeit, der seine Karriere auch wie Verschür nach dem Krieg weiter fortgesetzt hat als Professor, dass dieser Jöttenweg umbenannt wird in Paul-Wulff-Weg. Das haben wir 2007 im Mai beantragt und wir haben das um 2012 letztlich durchgesetzt nach 5 Jahren. Das ist also auch ein großer Erfolg des Freundeskreises Paul Wurff. Zusätzlich steht da noch ein Schild, wo dann die Geschichte von diesem Nazi-Arzt Jötten dargestellt wird und die Geschichte des Nazi-Opfers Paul Wurff, der aber eben auch nicht nur Opfer war. Paul Wurff war ein Aktivist, das war ein Mensch, der für die Menschenrechte von allen Menschen eingetreten ist, der eine gewaltverherrscherlose Gesellschaft angestrebt hat, eine klassenlose Gesellschaft. Und Paul Wurff war in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, ein Held der Aufklärung. Er hat es Zeit seines Lebens geschafft, Menschen zu bewegen. Auch der Freundeskreis Paul Wurff, das waren alles Menschen, die kannten sich untereinander nicht. Die sind durch die Beerdigung zusammengekommen. Die wurden alle vorher von Paul Wurff
praktisch berührt. Weil Paul, wenn man ihn getroffen hat, es war einfach auch ein sehr, sehr herzenswarmer, ein sehr liebenswerter Mensch, der ja bis über seinen Tod hinaus wirkt. Und ich hoffe, dass wir durch diese Skulptur weiterhin auch darauf aufmerksam machen können, auf die Geschichte von Paul Wulff, auf die Geschichte eines Menschen, der aus dieser Opferrolle auch herausgetreten ist und als großer Aufklärer bis nach seinem Tod weiterhin agiert. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und weiter geht's mit Musik. Der Skulpturprojekte, also die Leserinnen und Leser der Münsterischen Zeitung haben sie dazu gewählt. Und sie war eigentlich weltweit aufsehenerregend. Sie hat sogar auf die Titelseite der New York Times geschafft. Und naja, es führte dann dazu, dass die Kulturkommission eigentlich gesagt hat, diese Skulptur soll auch in Münster bleiben. Der Kulturausschuss, der dann aber 2007 noch von CDU und FDP bestimmt wurde, hat dann gesagt, nein, die Skulptur, wir wollen nicht ständig an die Vergangenheit erinnert werden und das ist linksextreme Propaganda, was auf der Skulptur ist, das wollen wir hier nicht haben. Daraufhin gab es einen riesen Aufschrei, eigentlich bundesweit muss man sagen, bis hin in die FAZ, die also Münster die getitelt haben, zurück Münster, zurück in der Provinzialität. Und wir haben als Freundeskreis Paul Wulff zusammen mit der Bezirksvertretung Münster-Mitte dann letztlich durchsetzen können und auch Geld gesammelt, dass die Skulptur hier wieder aufgestellt werden konnte. Das war 2010 dann endlich soweit. Das haben wir mit einer großen Feier auch gewürdigt. Und jetzt plakatieren wir jeden Monat die Skulptur neu. Die Situation jetzt ist so, dass sie bis April 2017 gesichert und gerettet ist, dass sie bis dahin auch plakatieren können, dass dann aber doch große Bestrebungen existieren, sie danach abzubauen und wir als Freundeskreis Paul Wulff setzen uns schwer dafür ein, dass die Skulptur bleiben kann. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass der Jöttenweg, der benannt ist nach einem Nazi-Arzt, nach einem Arzt, der die Eugenik vertreten hat, der die Zwangssterilisierung propagiert hat in der Nazi-Zeit, der seine Karriere auch wie Verschür nach dem Krieg weiter fortgesetzt hat als Professor, dass dieser Jöttenweg umbenannt wird in Paul-Wulff-Weg. Das haben wir 2007 im Mai beantragt und wir haben das um 2012 letztlich durchgesetzt nach 5 Jahren. Das ist also auch ein großer Erfolg des Freundeskreises Paul Wulff. Zusätzlich steht da noch ein Schild, wo dann die Geschichte von diesem Nazi-Arzt Jötten dargestellt wird und die Geschichte des Nazi-Opfers Paul Wulff, der aber eben auch nicht nur Opfer war. Paul Wulff war ein Aktivist, das war ein Mensch, der für die Menschenrechte von allen Menschen eingetreten ist, der eine gewaltverherrscherslose Gesellschaft angestrebt hat, eine klassenlose Gesellschaft. Und Paul Wulff war in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, ein Held der Aufklärung. Er hat es Zeit seines Lebens geschafft, Menschen zu bewegen. Auch der Freundeskreis Paul Wulff, das waren alles Menschen, die kannten sich untereinander nicht. Die sind durch die Beerdigung zusammengekommen. Die wurden alle vorher von Paul Wulff praktisch berührt. Weil Paul, wenn man ihn getroffen hat, es war einfach auch ein sehr, sehr herzenswarmer, ein sehr liebenswerter Mensch, der ja bis über seinen Tod hinaus wirkt. Und ich hoffe, dass wir durch diese Skulptur weiterhin auch darauf aufmerksam machen können, auf die Geschichte von Paul Wulff, auf die Geschichte eines Menschen, der aus dieser Opferrolle auch herausgetreten ist und als großer Aufklärer bis nach seinem Tod weiterhin agiert. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und weiter geht's mit Musik. Tanz auf dem Vulkan. Wollen die Rassisten einen Tanz mit uns wagen, so sollen sie es nur sagen, wir spielen ihn auf. Wollen die Rassisten einen Tanz mit uns wagen, so sollen sie es nur sagen, wir spielen ihn auf. Das ist der Tanz, das ist der Tanz, das ist der Tanz. Oh ja, oh ja, oh je, das ist der Tanz, das ist der Tanz, das ist der Tanz. Oh ja, oh ja, oh je, auf dem Vulkan. Jetzt geht's weiter in einer wunderbaren Sprache, die heißt Yoruba. Olote malo ni bi you, olote malo ni bi you, abinu eni malo ni bi you, abinu eni malo ni bi you, echekatu, 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 ho ya ho ya ho ye, echekatu, 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 ho ya ho ya ho ye, echekatu. Nächste Sprache kennt wahrscheinlich auch niemand, die heißt Kotokoli. Kida venina bambole, abadede de bakalice. Kida venina bambole, abadede de bakalice. Dava fe, dava fe, dava fe. Hoya hoya hoye, dava fe, dava fe, dava fe. Hoya hoya hoye, dava fe. Next
nächste Sprache wird mittlerweile Deutsch dann auch viel gesprochen. Die heißt Kikongo. Jetzt denken alle, wird im Kongo gesprochen. Weit gefehlt. Eigentlich spricht die kaum jemand im Kongo, da haben wir umso mehr in Angola. Jambo di Kibeto Kurila Kiseyeko. Jambo di Kiyaya Mukarila Kiseyeko. Ejekaju, Ejekaju, Ejekaju. Hoya, hoya, hoye, Ejekaju, Ejekaju, Ejekaju. Hoya, hoya, hoye, Ejekaju. Si les racistes veulent risquer à entrer dans la danse avec nous. Il faut toujours le dire, nous ferons l'accompagnement. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. Oh ya, oh ya, oh yeah. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. Oh ya, oh ya, oh yeah. Sous le volcan. Wollen die Rassisten einen Tanz mit uns wagen, so sollen sie es nur sagen, wir spielen ihn auf. Wollen die Rassisten einen Tanz mit uns wagen, so sollen sie es nur sagen, wir spielen ihn auf. Das ist der Tanz, das ist der Tanz, das ist der Tanz. Oh ja, oh ja, oh je, das ist der Tanz, das ist der Tanz, das ist der Tanz. Oh ja, oh ja, oh je, auf dem Vulkan.